Wir haben heute ein paar Zuschauer eingeladen, die richtig verrückte Fahrzeuge gebaut haben. Ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt mal an und danach fahren wir ein richtig krasses Rennen. Als erstes haben wir hier dieses umgebaute Rentnerfahrzeug. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, wir schauen es uns jetzt einmal im Detail an und dann fahre ich damit eine Runde. Ja, also das ist ein altes Fahrzeug, das hat einen 125 Kubikmotor verbaut mit 12 PS und pneumatischer Schaltung. Da ist noch ein Drucklufttank drin und man schaltet das Ganze über zwei Taster. Also da drückt man einmal drauf, dann kuppelt und schaltet er im Prinzip die Gänge durch. Das heißt, es ist kein Rentnerfahrzeug mehr? Nee, ist nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil professionell gebaut aus. Wie lange hast du daran gebaut? Also insgesamt 4 Jahre halt, immer wenn ich Zeit gehabt habe. Schon stabil. Das sieht man aus, nicht so gepusht wie bei uns hier alles. Ich sage, fahr ich mal eine Runde, wenn ich darf. Na ja, klar. Was hast du damals dafür bezahlt für das Teil? 13 Euro. Und wie viel hast du reingesteckt? Insgesamt würde ich jetzt schätzen, so um die 3000. Du hast auf jeden Fall für deine Rente vorgesorgt. Ja, das war auch der Plan. Aber es fährt 6 km/h, oder? Kann man auf legal Fall. Auf der Straße fahren. Ist auf jeden Fall schon mal ein spannendes Gefühl, so zu lenken, wenn die Stange einfach nicht in der Mitte ist. Aber das ist ja auch original, ne? Ja, die Lenkung war genau so, nur ist jetzt halt ein bisschen stabiler gebaut. Ich habe fast ein bisschen Angst. Das ist das erste Rentnermobil, das richtig abgeht. Fühlt sich schon falsch an, mit einem Helm auf Rentnermobil zu sitzen. Du wirst auf jeden Fall der coolste Rentner von allen sein. Hoffen was. Olli, was sagst du zu dem Fahrzeug? Das geht ab. Findest du es witzig? Auf jeden Fall. Das ist einfach so geil. Jetzt ist einfach 75 fährt das Ding. Ich weiß gar nicht, ob ich schon ganz ausgefahren bin. Aber fühlt sich so krank an auf diesem Teil mit diesem Lenker, das ist schon sehr, sehr geil. Für so ein Rentnerfahrzeug ist es absolut krank, oder? Das ist echt brutal. Also du fühlst dich schon sehr, sehr schnell da drauf. Ich habe gerade gehört, dass 75 noch nicht mal die Maximalspeed ist. Deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt die anderen Fahrzeuge testen, zieht sich der Johannes einmal eine Schutzausrüstung an und dann fährt er einmal so schnell, wie es geht. Er hat es tatsächlich auch noch nie selber getestet. Also wir schauen jetzt mal, wie schnell das Fahrzeug wirklich fährt. Wie schnell waren wir? Nicht so schnell, 70. 70 war das erst. Ach, Scheiße. Geht doch was. Waren wir schneller? Bissel 80 waren es, glaub. Wäre nicht gut? Vielleicht ist Getriebe verreckt. Das Umark hat jetzt leider einen Getriebeschaden gekriegt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal noch ein bisschen schneller gefahren. Also etwas über 80. Das ist schon echt sehr stabil. Theoretisch sollte es 120 fahren. Es war ein trauriger Moment, das Rentnerfahrzeug abzuschleppen. Es bleibt tatsächlich nicht das einzige Fahrzeug, das diesen Tag nicht überleben wird. Der Franziskus von Voltaik hat hier dieses Hart mit richtig kranken Elektromotoren ausgestattet und übertrieben fette Akkus eingebaut. Normalerweise machen wir immer so Go-Karts mit 20 kW, aber bei dem haben wir das einfach mal 2 genommen. 8,6 Kilowattstunden an Akkus, alles viel zu schwer, alles komplett ungetestet, heute erster Test. Und jetzt schauen wir mal, was das Ding drauf hat. Wir schauen jetzt mal, was als erstes kaputt geht, würde ich ja, sagen. Ja, wirklich. Ich hoffe, dass es brennt. Nein, wie lange kannst du mit dem Kart fahren, bevor die Batterien leer sind? Das ist ziemlich geil, dadurch, dass die 60 Kilo wiegen. Und eine Stunde plus. Das eine Stunde ziemlich, plus? Ja, das ist ziemlich geil mit so viel Akkus. Das ist besser als ein Tesla, Johannes. Das ist echt nice. Ich denke, es beschleunigt auch besser als ein Tesla. Lass gleich mal ein Drag Race mit dem gegen Tesla machen. Das ist echt spannend. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fahre ich jetzt eine kleine Runde mit dem und dann machen wir ein Drag Race. Achtung, Gaspedal ist live. Ich weiß nicht, ob ich vor dem hier mehr Angst habe, aber
ich fühle mich hier ein bisschen sicherer, weil es ist halt... Boah, Digga! Ist ja schön, dass du dich sicherer fühlst. Ich fühle mich hier nicht sicherer. Schamil. Nee, aber es ist halt nicht hart. Also ich denke, was soll da schon schief gehen? Eine Stunde bin ich bestimmt unterwegs jetzt. Weil so viel Spaß macht? Das stimmt. Ja, komm, lass knallen. Ja, das Kart ist wirklich absolut krank. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwas gefahren, was annähernd so viel Leistung hat. Das ist einfach krass. Also du kriegst echt ein bisschen Angst, wenn du hier aufs Kart gehst. Das Kart hier hat jetzt ein paar kleine Probleme. Deswegen haben wir jetzt noch ein anderes Kart, was aber fast genauso ist. Es hat ein kleines bisschen weniger Leistung. Und damit fahren wir jetzt das Rennen gegen den Tesla. Ich kann hier erstens nur verlieren, weil ganz ehrlich, wenn man mit einem Tesla gewinnt, dann ist es keine Kunst. Aber ich glaube auch, ich habe einfach keine Chance. Auf die Plätze, fertig, los! Warst du? Topspeed war 101. Auf das letzte Gefährt hier freue ich mich am allermeisten. Das hat der Electric Fox gebaut. Und zwar ist es hier ein Kindervespa mit einer Turbine hinten drauf, also eine Elektroturbine. Und da bin ich echt sehr gespannt, wie sich das fährt. Alter, das ist krank, dein Teil. Ja, macht Spaß. Wofür wird diese Turbine eigentlich eingesetzt? Eigentlich im Modellbau für so ferngesteuerte Flugzeuge. Du dachtest dir, das wäre jetzt eine gute Idee. Richtig, ja, klar. Was mich interessieren würde, ist, wie viel hat das, also dieses Spielzeug gekostet? Also das Spielzeug hat 300 gekostet und der Rest nochmal 6200 Euro. Ah, du Scheiße, die Turbine oder was? Die Turbine kostet 4,5 nochmal, plus Controller, plus Akkus und so weiter. Ja, teurer Spaß. Das heißt, dieses Ding hier ist teurer als ein Auto. Olli, du bist einfach ein kompletter Nerd. Ja, ich liebe Elektromotoren. Schon laut. Ja, ist ein bisschen laut. Peakleistung ist 18 kW, Dauerleistung so etwa 12, 13 kW. Und wie schnell wirst du damit? Das können wir ja gleich rausfinden. Wir testen jetzt mal ganz kurz, ob die Turbine sich auch zum Haareföhnen eignet. Ey, das ist so ein krasses Teil. Boah, man kann da nicht reingucken. Alter. Zum Beschleunigen macht eine Turbine aber nicht so viel Sinn eigentlich, oder? Es ist nicht effizient, aber es geht um den Spaß. Ja, die hat mich schon vorgewarnt, dass die Felgen hinten aus Plastik sind. Das heißt, ich ziehe mir schon mal eine Schutzhose an und den richtigen Speedtest macht er dann selber. Okay, Olli, jetzt zeig mal hier, wie du deine Vespa anmachst. Also einfach Deckel hoch, Taste an und das war's. Das Ding ist einfach nur krank. Es ist echt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil es halt alles, es ist halt wirklich ein Spielzeug. Das hört sich auch so. Aber es ist, also es ist krass. Die Turbine hat echt Schub. Ich habe gedacht, das wird viel langsamer beschleunigt, aber es geht schon hart ab. Also ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich damit gefahren bin. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit hatte ich noch lange nicht. Also es ist echt ein sehr, sehr geiles Teil. Ist auch ein sehr, sehr schöner Anblick hier. Ja? Und dann wurde es Zeit für den Topspeed-Test. Wir waren alle super gespannt, wie schnell die Spielzeug-Vespa mit Turbine fährt. Wie lief? Gut, 79 km/h. 79? Ja. Alter, crazy, wie das Ding abging. Ja, lass doch einfach zurück machen, oder? Ja.
Ich habe gerade versucht, hier mit dem Kart mitzuhalten und Olli geht auf diesem kleinen Ding richtig hart ab. Das ist unfassbar schnell. Obwohl das ja eine Turbine ist, die nicht dafür ausgelegt ist eigentlich. Dieser Typ baut geisteskranke Sachen, absolut gestört. Ich bin voll begeistert von diesem kleinen Fahrzeug und mal gucken, was du als nächstes baust. Wir werden uns nochmal sehen. Zum Abschluss machen wir jetzt das Rennen mit den ganzen Elektrofahrzeugen hier. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Los geht's. Olli hatte mit seiner Spielzeug-Vespa keine Chance und hat erstmal seinen Frust rausgelassen. Ich hoffe, euch hat dieses bisschen andere Format gefallen. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle, die hier ihre mega coolen Fahrzeuge mitgebracht haben. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen. Ich hätte auf jeden Fall richtig Lust, sowas in der Art nochmal mit Wasserfahrzeugen und mit Offroad-Fahrzeugen zu machen. Wenn ihr da irgendwas Cooles habt oder auch Baumhäuser oder irgendwas, was ihr uns anschauen könnt, dann schreibt uns gerne mal eine Mail. Hier ist die Mailadresse. Die Mailadresse haben wir euch auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure kreativen Projekte. Bevor ihr geht, noch eine kurze Info. Wenn ihr Lust habt, einen Rundflug oder sogar Flugschein zu machen, dann guckt gerne mal bei dem Aero-Club Odenwald vorbei. Das ist ein super sympathischer Verein. Ganz lieben Dank nochmal, dass wir bei euch auf der Startbahn drehen durften. Also dann, macht's gut und bis bald.